Und unser Archiv steht schon. Das ging recht schnell. Jawolla! Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Universum. Genau, ich mache gerade mal Pause. So, und ich habe gerade entdeckt, dass ich anscheinend wirklich mit dem Archiv oder im Archiv speichern kann. Jaha! Aber bevor ich das tue, bevor ich das gleich mal probiere, live sozusagen, hab's gerade noch nicht probiert. Hier ist die Fahne, die zeigt, dass hier kein Sim, kein Nugget zugewiesen ist. Und wenn ich hier drauf klicke, kann ich sagen, warte mal, da steht noch, warte mal, du kannst dein Spiel im Archivgebäude sichern oder indem du auf F7 klickst. Und das ging eben nicht. Das ist das, oder jetzt erst, nachdem das Archiv steht. Wenn du ein Nugget zu diesem Gebäude zuweist, wird das automatische Speichern aktiviert. Oh, ich hoffe, bitte, bitte lass es funktionieren. Spielstandname. Ich vergebe einfach mal. Ja. CU für The Universe Sim. Und 01. Bitte, 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 bitte. Nein. Also es müsste ja normalerweise hier unten jetzt was erscheinen, oder? Oder ach, warte mal, muss ich es laufen lassen? Also muss ich die Pause rausnehmen? Also momentan speichert es noch nicht. Das ist echt Mist. Warte mal, ich kann mal. Moment, ich mache trotzdem mal Pause. Und gehe mal hier ins. Nee, hier ist auch noch nichts. Oh Mann. Und vielleicht. Autosave alle 15 Minuten. Okay, das ist nochmal die gleiche Info. Dann gebe ich hier mal in 10 Minuten. Das wird nicht funktionieren. Kann ja hier manuell normalerweise. Ich weiß mal einen Nugget zu. Bin mir nicht sicher, ob er jetzt hier alleine. Okay, geh mal aus der Pause. Jetzt hat's geblinkt. Es hat irgendwas geblinkt. Entweder war das nur eine Bestätigung. Hä? Jetzt. Irgendwas laggt jetzt hier gerade. Da unten steht's! Das glaube ich nicht! Ich meine, das. Warte, Moment, stopp, Pause. Oh, das wäre so. Warte. Ja! Auf jeden Fall ist das Spiel schon mal da. Ob er funktioniert, weiß ich nicht, aber jetzt auf jeden Fall schon mal. Es ist schon mal. Ah, ist das geil. Es ist auf jeden Fall schon mal gesaved. Worden. Okay, ich lasse weiterlaufen. Das wäre so cool, wenn das funktionieren würde. So, was macht er jetzt eigentlich hier? Ist er jetzt für immer hier? Halt, stopp, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist er jetzt für immer hier zuständig und kann irgendwie gar keine Arbeiten mehr verrichten hier? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich die Steinhütte repariere. Das, oder machen die das automatisch? Warte mal, er geht jetzt hier hin. Mal sehen, was passiert. Nö. So, da ist Madame. Wett. Okay. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir werden es probieren müssen. Entweder fällt die Hütte zusammen und die bauen sich eine neue. Oder sie reparieren die alleine. Oder Herbst wird so langsam stärker. Beziehungsweise. Ja, und da oben ist Winter. Also ich glaube, wie war denn das mal nochmal mit dem Wasserreservoir? Kann ich hier irgendwas bei dem Wasserdings machen? Warte, Moment, ich muss mal gerade mal Pause machen. Halt, falsche Taste, so. So, die gesamte Wassermenge, die eine Wasserquelle enthalten kann. Sie wird während der Planetenerstellung festgelegt und hängt von der Größe des Gewässers ab. Pumpen erschöpfen die Quelle und sie kann dadurch nach und nach komplett austrocknen. Wasserquellen können durch Regen wieder aufgefüllt werden. Okay. Ja. Vielleicht kommt die Info mit dem Reparieren von Gebäuden nochmal. Ich habe jetzt. Was ist das? Wie war das nochmal mit dem. Achso, da ist einer zugewiesen. War das so? Das Zeichen heißt, es ist einer zugewiesen dafür. Ich hab's vergessen. Ne, guck mal hier. Ne, das gibt's ja nicht. Der guckt durchs Fernrohr. Cool. Was? Ich verstehe ihn leider nicht. Hat er was entdeckt?
Beobachtet er Blätter? Oder andere Himmelskörper? Das ist ja cool. Steinfernrohr. Ja. Okay, ein Wasserreservoir wollte ich bauen. Kann das sein? Oder wie war das? Ich mach mal gerade mal Pause. Oh, er hat irgendwas entdeckt jetzt hier. Oder irgendwas. Warte mal, warte mal, warte mal. Mann, man wird hier immer wieder abgelenkt. Was macht er jetzt? Oder sie? Ist ja, ja, das, nee, das ist eher. Man sieht bloß anders aus ein bisschen gerade. Okay, er hat ein. Primitive Commons Research after another. Okay, er hat irgendwas entdeckt. Mit, ja, was irgendwas mit Feuer. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig. Ja, irgendwas mit Feuer hat er entdeckt. Okay, er war dem Tod nahe. Eine Nahtoderfahrung. Dabei hat er irgendwas entdeckt. Hä? Habe ich das richtig verstanden? Okay, jetzt malt er wieder auf sein iPad rum. Auf sein Steinpad. Stonepad. So, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube bei dem Wasserreservoir. Ich wollte mal gucken. Das bräuchten wir eventuell. Ressourcen. Gibt's hier, warte mal kurz. Steinraffinerie, Holzraffinerie, das hatten wir letztes Mal auch schon entdeckt. Bunker, Farm, Fischerei. Ah, Fischerdingsbums. Eine Jagdhütte, ein lokales Geschäft. Das mit dem Fischen, das muss ich irgendwie nochmal vorantreiben. Das ist ja hier ist ein Reservoir. Falls du dich gefragt hast, was du mit dem alten über. Ja, okay, mit dem Wasser. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Wasserreservoir. Ich muss aus der Pause raus, sonst geht das wieder nicht. Sonst geht das wieder nicht. Ich muss mal gucken, wo ich es hinbaue. Vielleicht hier direkt am. Brunnen. Quatsch, am. An der Pumpe. Oder, warte mal, kann ich das irgendwie. Das mal von hier ist begehbar. Keine Ahnung, warte mal, ich drehe mal so rum. Ja, machen wir es hier hin. Zack. Steinhütte ist im Moment mehr Schutt als Gebäude. Ja, und wie kann ich das? Moment. Jetzt ist hier auch so ein primitives Kochen. Forschung. Erfolgreich. Das Ding ist jetzt hier auch neu, oder? Aber wie kann ich die denn reparieren? Ich muss das irgendwie, muss ich das doch hinbekommen? So viele Sachen. Warte mal, ich lass mal da weiterlaufen. Ich muss das doch irgendwie. Das ist bestimmt total was Einfaches, aber. Mama. Sehr geil. Ja, das Reservoir ist in der Arbeit. Wie viel? Ach ja, was ich noch erzählen wollte. Genau. Und zwar hier drüben. Ich kann mal wieder Pause machen. Adahir und Elu brauchen deine Hilfe bei einer delikaten Angelegenheit. Angelegenheit. Das Buch der Liebe, genau. Lieber Schöpfer, wir wollen nicht klagen, als würden wir uns beschweren. Aber es fällt uns schwer, zu zweit all die Arbeit zu verrichten. Ist es möglich, unsere Zivilisation zu erweitern? Vielleicht kannst du ein paar helfende Hände organisieren. Ich hoffe aufrichtig, dass es einen einfachen Weg gibt, das zu bewerkstelligen, ohne monatelanges Unbehagen und seltsame Verlangen, gefolgt von stundenlangen quälenden Schmerzen. Hilf Adahir und Elu, die Bevölkerung zu erhöhen. Verbinde sie mit der Lekobidon-Schöpferkraft. Amors Minigarten, bald verfügbar. Kann ich das irgendwie anhaken hier? Ja, okay, machen wir mal. Wir brauchen natürlich. Nachkommen, logischerweise. Bringe mit der göttlichen Macht Amors zwei Nuggets zusammen. Fortpflanzung. Huch. Und ich muss das selbst machen? Das können die nicht. Ich kann doch nicht mal hier das. Die Hütte hier reparieren. Warte. Ach, hier ist das. Nee, Schutz nicht. Schöpfung. Telekinese, die Fähigkeit, Objekte und Kräuter, ne? Amor. Warte mal, ich muss wahrscheinlich wieder aus der Pause raus. Was war das gerade? Irgendwas habe ich jetzt. Irgendwas poppte hier oben auf.
Irgendwie läuft jetzt eine Zeit runter. Ich weiß nicht. Kommen wir hier in 4 Minuten 43 Nachwuchs? Oder wie ist das gemeint? Wir werden es erleben. Oder auch nicht. Merkwürdige Geräusche hier gerade. Okay, das Ding läuft. Na? So, wo ist denn... Der Herr ist hier im Archiv? Nee, der ist hier hinten. Nee, er hilft. Hilft er mitzubauen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Haben wir noch Essen? Ja, 14. Geht noch. Aber so langsam müssten wir uns vielleicht auch mal ums Angeln kümmern oder generell um Nahrungsbeschaffung. Er trinkt erstmal was. Mit dem Angeln, genau. Warte mal, was können wir denn bauen hier? Warte, ich mach mal kurz Pause. Ist mir doch sicherer. Achso, wir können ja zwischenzeitlich mal was erforschen wieder, genau. Wir hatten Kochutensilien, die sind noch am Erforschen. Dann haben wir Speiseöle. Das Essen von Wirtshäusern, obwohl es meistens genießbar ist, ist bekanntlich etwas angebrannt und fade, was seinen Konsum ziemlich schwierig macht. Nuggets werfen oft ein paar Brocken ihrer täglichen Mahlzeiten in Pflanzen und Büsche in der Nähe, um zu vermeiden, dass sie die unangenehmen Brocken essen. Durch die Zugabe von Speiseölen und ein paar Tricks kann die Qualität des Essens verzehnfacht werden. Nuggets werden endlich in der Lage sein, Mahlzeiten in ihrer Gesamtheit zu genießen. Das ist auch nicht so schlecht. Jawohl, machen wir doch mal. So, die Bauweise hier, die haben wir erforscht. Wasserreservoir. Muss ich mal... nee, sind wir ja gerade dabei, oder? Bauen wir das gerade? Ja, ich glaube ja. Genau. Grasweberei. Dauert 5 Minuten zu erforschen. Nur 2 Hände zu besitzen, schränkt das Potenzial der Nuggets erheblich ein. Besonders beim Tragen von Dingen. Leider ist es zu spät, ihre physische Struktur zu verändern. Zusätzliche Arme und Beine wären auch irgendwie verstörend. Stattdessen solltest du ihre kreative Ader unterstützen, um eine Art Beutel zu entwickeln. Okay, machen wir auch. Kann alles nicht schaden. Und was ist das? Schamanismus. Eine Erkältung kann schrecklich sein. Aber einen Schamanen aufzusuchen ist womöglich schlimmer. Wie dem auch sei, Schamanen sind das Einzige, was deine Nuggets derzeit haben. Ob Schnupfen oder totales Organversagen, deine Nuggets haben nun die medizinische Fähigkeit, zumindest eine der beiden Unzulänglichkeiten zu behandeln. Auch wichtig, natürlich, Gesundheit. Das Wichtigste überhaupt. Vor allem anderen. Jawohl. So, okay, aus der Pause mal raus und ich hoffe, wir haben das Glück, dass wir hier das Wasserreservoir vor dem Winter, wie gesagt wurde, fertigzustellen und da ein bisschen was zu speichern. Okay, und die Hütte, ich habe immer noch... Wie kriege ich das denn hin? Warte, Moment, stopp. Pause. Und zwar kriege ich das nicht hier mit hin, mit meiner... Nee, Zorn nicht. Was ist das hier alles? Schnellstart? Freudenschub? Jahreszeitenwechsel? Nee, brauchen wir nicht. Okay, hier muss ich nochmal lesen. Das habe ich noch nicht gelesen, den Hinweis hier. Die Fähigkeit, Objekte und Kreaturen umherzuwerfen, ist ein wichtiger Teil der Arbeit eines Gottes. Naja, okay. Egal, ob du Bäume ausreißt, Steine verschiebst oder Nuggets ins All schießt. Spaß macht es immer. Ja, brauchen wir aber momentan noch nicht. Das ist nur für... Natürlich. Warte mal. Hier, das kann ich auf Gebäude anwenden. Moment, Steuerung drücken irgendwie. Bett. Ja, dann leuchtet das Ding auf, aber passiert da irgendwas? Nö. Warte. Im Pausendings kann ich es nicht machen. Moment. Halt Steuerung und die linke Maustaste gedrückt, um ein Ziel zu verjüngen. Halte die Tasten so lange gedrückt, bis es weniger wahrscheinlich ist, dass Gebäude oder Nuggets in lauter kleine Stücke zerspringen. Gut, das geht aber nicht. Doch! Ja! Ach, jetzt ist auch... Ah, guck mal, jetzt verschwindet die Fahne auch. Soll das bedeuten?
Wenn das Ding kaputt geht, dass automatisch eine Zuweisung erfolgt, wenn nicht manuell zugewiesen werden muss. Kann das? Habe ich das so richtig verstanden? Oder das Ding kann nicht zerfallen? Das Lager hier kann zerfallen? Huch. Was ist was? Was haben wir noch hier? Das, die... Ja, ist zwar noch nicht so weit fortgeschritten, aber... Your actions have earned you an extra believer on your side. Oh, und wir kriegen Winter. Nein! Das ging schnell jetzt. Der See ist auch zugefroren. Da können wir das Angeln vergessen. Oder Eisangeln. Hm. Er hat eine Erleuchtung gehabt gerade. Er hat eine Birne über dem Kopf gehabt. Okay. So, was ist hier mit dem Nachwuchs hier? Hat ja mal Zeit. Winterkind wird das wahrscheinlich. Wenn es denn so sein sollte. Ja, irgendwie cool. Irgendwie cool. Die Geräusche sind manchmal echt mit das Beste so an solchen Spielen. Also. Ja, sie bereichern auf jeden Fall die Geschichten, die Szenerien hier. So. Madame Ackert. Er ist am Erforschen oder keine Ahnung, was er macht. So, warte. Okay, haben wir noch irgendwas zu bauen? Müssen wir noch irgendwas bauen, bevor hier alle erfrieren? Ja, ich wollte... Warte mal, wie war das mit dem Angeln? Eine Angel... Ja, ich... Warte mal, guck mal nach. Moment. Produkte own, Steinraff, das haben wir... Genau. Ja, hier. Beschreib hier. Jetzt ist die Frage... Oh, das... Doch, das kann ich hier hinbauen. Lagerflächen. Forschung abgeschlossen. Ich baue das Ding mal hier hin. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass das jetzt alles zu viel ist für die beiden hier. Bringt jetzt nicht wirklich viel, vermutlich, weil alles zugefroren ist. Vielleicht hätten wir auf den Frühling warten sollen. 17? Was heißt die 17 hier oben? Kochutensilien. Hä? Was? Nee. So, hier sie ackert noch und ackert. Und wir können eventuell schon mal mit der Forschung weitermachen. War, da oben ist alles, da geht hier unten geht nichts. Da ist eh ein Wasserreservoir ist erforderlich und die Materialveredelung. Altertümliche Bestattung. Es ist leicht, den Tod zu bringen, aber unmöglich, ihn zu verhindern. Das ist der Fluch der Sterblichkeiten. Nuggets sterben ganz von alleine, aber ihre Überbleibsel sind ein Problem. Leichen verbreiten Krankheiten und so richtig schön anzusehen sind die auch nicht. Erschaffe einen sicheren Ort für ihre Seelen. Alter, die Sprüche. Was war denn das für ein Geräusch? Ah! Das Buch der Liebe. Ich... Hä? Warte mal, irgendwas... Fragen, ob der Part ist. Moment mal. Ach, das ist was Neues. Okay, lieber Schöpfer. Wir wissen, dass du sehr beschäftigt bist. Wir haben etwas Neues herausgefunden, während du weg warst. Es passiert, während wir ein neues Spiel namens Twister gespielt haben. Wir haben uns ein wenig verheddert und eins kam zum anderen. Na klar. Auf jeden Fall wollten wir fragen, ob du der Pate werden möchtest. Naja, was, ich bin ja der Einzige hier sonst noch. Das ist, ja, wo ist denn der Nachwuchs? Ist er denn schon da? Oh, meine Kamera friert ein. Also hier mein Bildschirm, das ist ja auch nicht schlecht von der Optik her. Ich hoffe, das bedeutet nichts Schlechtes. Denn... Moment mal. Ist hier irgendwo schon... Nö. Wo kann ich jetzt, ist hier irgendwie, ich sehe gerade nicht durch. Beziehungsweise ich raff's gerade nicht, wie das gemeint war mit dem... Winter is here, Creator. I have a great survival tip for you. Where did I put it? I'll get back to you. Ja, danke schön. Also er hat einen Überlebenstipp für mich, weil der Winter hier naht. Aber er weiß nicht mehr, wo er ihn hingepackt hat. Na toll.
Und ich würde sagen, ich hoffe, wir erleben die nächste Folge noch, denn ich sage vielen Dank fürs Zuschauen für diese. Und vermutlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Weil, naja, wir lassen uns so leicht nicht unterkriegen hier. Auch nicht von einem kalten Winter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.